Hi meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Super Mario Star Road und ja, wir machen weiter in der Musikwelt. Wie hieß der Stern? Tricky Tambourine Trick. Warte, komm ich da nicht direkt hin? Da müsste ich doch ziehen. Warte mal. Also das ist auf jeden Fall der Stern hier. Der ist in dem Tambourin drin. Hey, da müsste ich doch relativ easy rankommen, oder? Ist das der erste Stern in der Mad Musical World, der gar nicht so evil aussieht? Okay, man wird hier gequetscht. So, du verziehst dich bitte erst. Okay, alles klar. Ich wollte ihm jetzt eigentlich sein Ende prophezeien. Okay. Komm ich da irgendwie gut ran? Wartet. Okay, die Kamera spielt null mit. Okay, ich bin auf jeden Fall hier. Was machen wir jetzt hier am besten, ne? Ja, das geht doch, oder? Ja! Der ist ja geschenkt! Ja, krasser Scheiß! Wow, die Mad Musical World macht einfach mal was erträglich für uns ist. Ich bin begeistert, ich bin schwer begeistert. So, und jetzt kommen natürlich die roten Münzen, ne? Nee, Crazy Note Climb. Ah, das sieht mir doch nach dem hier aus. Noten, okay. Da unten ist ein Schalter. Ich sag, das ist halt der einzige, sag ich mal, Vorteil an dieser Welt. Dadurch, dass sie halt so offen ist, kannst du halt machen, was du willst. So, ich habe schon hier diese Biene gesehen. So, und die wird sich direkt verziehen. Ich werde hier keine waghalsigen, ja, schön, verpiss dich. Ich werde hier keine waghalsigen Dinge machen, solange die da ist. Okay, und die Boxen erscheinen hier. So, dann machen wir jetzt hier den da. Und dann den hier. Ich weiß nicht, wie viele Boxen ich nutzen muss. Oh, nee. Okay, warte mal, wo muss ich hin? Ich muss da oben landen. Halt doch. Okay, wir probieren das. Oh, es hat einfach funktioniert. Okay. Jetzt muss ich einfach noch da hochkommen. Oh, wie stellt sich das Spiel das vor? So. Oh. Was los? Was passiert hier? Zwei Sterne schon in der Musical World. Ne, und für all die sich fragen, aber Hübi Star Road ist doch ein Themenprojekt, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Das ist die schwierigste Welt und wir sammeln hier immer den einen oder anderen Stern ein, weil hier über Themen reden ist Death. Okay, ja, rote Münzen und 100 Münzen werde ich zu meinem letzten Stern hier machen, weil ich das auch mit Save States machen werde. So, ich habe jetzt nur eine Frage. Und zwar ist der letzte Stern unter der Gitarre. Der ist unter der Gitarre und ich habe absolut keinen Schimmer, wie das Spiel sich vorstellt, dass ich da hinkommen soll. Also, wie gesagt, wir können hier hindüsen. So, hier standen wir schon. Und ich glaube, der Stern ist da unten. Also, ich glaube fast, dass es was mit einem geheimen Teleporter eventuell zu tun hat. Also, ich bin wirklich ein bisschen aufgeschmissen, was das Spiel hier von mir verlangt. Weil da kommen wir halt auch nicht so easy hin. Ne? Also es ist nicht so, dass du da mal easy hinhüpfst, sondern da musst du schon crazy stuff machen. Und in der Gitarre ist jetzt keine Öffnung. Zumindest konnte ich bisher keine feststellen. Ich weiß noch nicht so genau, was jetzt der Gedanke des Spiels ist, wie ich da unten hinkommen soll. Ich meine, ich kann probieren, irgendwie einen Weitsprung zu setzen. Aber das ist halt schon sehr weit da unten. Ne? Lass mich mal was probieren. Ich hab da was gesehen. Da war eine rote Box. Hier ist die Wingcap. Mit der komme ich dahin. Okay, aber dann geben wir uns einfach mit den zwei Sternen, die wir haben, einfach mal massiv zufrieden. Erfreuen uns an unserer Ausbeute und gehen zurück in den Large Leaf Forest. Denn hier stehen jetzt die 100 Münzen und die roten Münzen an. Aber die sollten ja kein Problem sein. Ich meine, ich glaube, ich werde jetzt direkt mal auf den Baum hochklettern, dass wir alles, was da oben ist, quasi innerhalb kürzester Zeit schon mal abarbeiten können. Und den Rest mache ich dann quasi später, weil ich glaube, wenn wir halt von da oben runterfallen, das wird das Frustrierendste. Und wenn wir dann runterfallen, dann können wir halt da, wo wir runterfallen, sag ich mal, die Münzen mitnehmen, die da sind. Also lieber erstmal alles oben abklappern, bevor wir uns dann unten umschauen, was hier so los ist. So, da ist der Ausgang. Boah, diese Kamera hier, ne? Du kriegst die Kamera auch nicht nach da oben. Doch, kriegt man. Sehr schön. So, und hier sind erstmal 10 Münzen, sehr schön. So ein 10er-Coin zu finden ist immer sehr, sehr geil. Ist hier was oben, weil hier so eine Liane ist? Nee, obviously nicht. So, dann düsen wir erstmal hier raus. Okay, da unten ist eine Red Coin, die ist mir erstmal egal. Oh, what? Was machen denn die Blue Coin da?
unten. Ich hätte hochgemusst. Oh, shit. Kann ich das jetzt noch schaffen? Hätte ich die gebraucht, aber... die waren ja mal ultra asozial. Hä? Was war das denn? Ich meine, ich bin jetzt nur so hoch geglitscht quasi. Also ich habe da so versucht, diesen Sprungkick-Glitch zu machen. Und selbst der hat nicht ganz funktioniert, weil da oben dann auch noch ein Chakya abfängt. Aber nee, stell dich mal vor, da spielt halt so ein normaler Spieler. Der hat so ein Casual Mario 64-Spieler. Okay, ich werde es einfach mal weiter probieren. Egal, ne? Kommen wir zu einem kleinen Thema. Und das ist recht interessant, finde ich. Weil es halt ein Monster-Meme auf meinem Kanal ist, ne? Hübi der Alkoholiker, es ist das Riesen-Meme, ne? Aber um das jetzt hier auch nochmal an der Stelle klarzustellen, wobei wahrscheinlich alle, die Themenvideos gucken, die kennen mich sowieso schon wahrscheinlich ein bisschen besser, aber vielleicht lernt mich dadurch auch jemand frisch kennen. Das Alkoholiker-Meme ist nur ein Meme. Klar, ich habe früher gern mal ein bisschen Alkohol getrunken und auch heute trinke ich gern mal ein Gläschen Wein, aber ich verabscheue diesen exzessiven Alkoholkonsum, vor allem diesen Alkoholkonsum nur, um betrunken zu sein. Wie gesagt, Wein trinke ich wirklich allein aus dem Grund, weil es mir schmeckt. Und wenn man dann halt ab und zu ein, zwei Gläschen zu viel trinkt, dann ist halt ein bisschen angeschwipst, aber von Wein wirklich betrunken werden, so dass man keine Ahnung, die Kontrolle über sein Können und sein Denken oder Handeln verliert, also da musst du schon wirklich viel sippen und so. Also bei mir bleibt es wirklich immer, also nee, ne? Ich trinke das meistens daheim auf der Couch, wenn ich gerade irgendwie eine Serie gucke oder nach einem erfolgreichen Tag. Aber ansonsten, ich kann euch nicht mal sagen, wenn ich das letzte Mal wirklich betrunken war. Also das ist schon wirklich, wirklich lange her. Das ist legit wirklich lange her. Ich habe ja dem Trinken habe ich ja im Jahr 2018 den Rücken gekehrt. Davor war ich halt über meinen Handballverein, sage ich mal, noch ziemlich in diesem Ding drin. Da war es halt ganz normal, dass du halt nach einem Spiel am Wochenende bist halt irgendwie in Feiern gegangen, ne? Und da hast du halt in der Kabine schon ein paar Bierchen getrunken und nach einiger Zeit, sag ich mal, ist man halt in den Club gegangen und dann hat man da auch noch das ein oder andere Getränk getrunken. Und also ich sag mal so, Handballausflüge waren immer recht, recht feuchtfröhlich, auch auf der alkoholischen Ebene. Das braucht man nicht leugnen. Das gehört auch irgendwie zur Handballkultur dazu. Also ich meine, wir hatten auch viele, die einfach nicht getrunken haben oder manche waren auch Fahrer und so weiter. Also ist es nicht so, dass du, wenn du in einem Handballverein bist, dass du trinken musst. Um Gottes Willen, bitte bekommt jetzt, oh nein. Bitte bekommt jetzt nicht diesen Eindruck vom Handballsport, aber trotzdem, es ist einfach, auch wenn man... Ach, jetzt hat er sich befreit! Du Sohn! Ja, aber es schafft einfach, man kann es nicht leugnen, ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn man einfach gemeinsam trinkt und jeder gemeinsam ein bisschen angetrunken ist, man dann gemeinsam irgendeinen lustigen Stuff macht und irgendwelche coolen, ja, Geschichten zusammen erlebt. Also ich möchte Trinken nicht nur verteufeln. Also kontrolliertes, gemeinsam ein bisschen was trinken, den Abend genießen, finde ich, stärkt auf jeden Fall die sozialen Bande zwischen Menschen. So, deswegen, ich trinke auch gern ab, wie gesagt, so ein Gläschen Wein trinke ich auch gern mit Leuten zusammen, wenn sie mal zu Besuch sind. Das ist einfach richtig schön. Man schenkt sich das ein und genießt das vor allem gerade, ne? Gerade beim Wein ist es halt auch wirklich der Geschmack, der einfach mitmacht. Genießt das und dadurch, dass es halt Alkohol ist, man weiß so, das ist okay, das ist was, damit muss man aufpassen und trotzdem hat es halt so einen besonderen Geschmack, dadurch erhält es halt einfach so einen besonderen Touch, sag ich mal. Und das macht es halt auch irgendwie so sehr, sehr special. Aber, ne, das soll jetzt hier keine Werbung fürs Trinken sein, um Gottes Willen. Das kannst du auch mit ganz vielen anderen Sachen machen. Man kann auch gemeinsam was Leckeres essen oder so, ne? Also bitte seht das jetzt nicht als Werbung für, ihr müsst trinken. Aber trotzdem, also ich bin jetzt niemand, der den Trinken von Grund auf verteufelt oder so. Also da, zu der Sorte Mensch gehöre ich nicht. Aber ich habe im Jahr 2018 Alkohol quasi weitestgehend den Rücken gekehrt für 3 Jahre straight, bevor ich dann im Jahr 2020, glaube ich, wieder angefangen habe, mal ab und zu abends das ein oder andere Gläschen Wein zu trinken. Wie gesagt, eher aufgrund dieser Faszination der Weinkultur und was da nicht alles dahinter steckt. Also großartiges Thema. Du kannst auch dich super mit Menschen drüber unterhalten und jeder hat so seine anderen Vorlieben an Wein, die er gerne trinkt. Dann tauscht man sich da aus. Also die Kultur dahinter ist was ganz Cooles. Aber vor allem aus fitnesstechnischen Gründen habe ich damals quasi Alkohol den Rücken gekehrt. Das war im Rahmen meines Streamer-Projekts damals, wo ich mich so körperlich ein bisschen auf Vordermann gebracht habe, was auch wirklich, wirklich Früchte getragen hat. Muss man einfach mal so stehen lassen. Muss man einfach mal neidlos anerkennen, dass das Streamer-Projekt damals mir sehr, sehr gut getan hat. Und ja, das habe ich dann halt wirklich lange durchgezogen. Weil da war ich auch noch auf so einem Trip. Da war ich wirklich auf so einem komplett alkoholverteufelnden Trip. So, da habe ich auch gesagt, Digga, warum trinkt ihr und bla bla bla. Also da war ich so wirklich straight anti, was das Thema angeht. Und ja, davor war es eigentlich eine ganz spannende Sache. Also um genau zu sein, hat der User, es war Jonathan, glaube ich, wenn ich den Tweet richtig gelesen habe, nach meinen ersten Erfahrungen gefragt. Und das ist...
Boah, das nach so langer Zeit noch irgendwie zusammenzubekommen, ist gar nicht so einfach. Ich werde es mal probieren. Also ich glaube, meine ersten Erfahrungen waren auf einem oder an einem Zockerabend. Glaube ich. Also das ist halt echt schon lange her. Das war, glaube ich, als ich 15 war, ne, natürlich bevor man 16 ist. Und es war, glaube ich, V+. Das ist so ein Limo-Bier, würde ich sagen. Also es ist schon Bier, aber es hat halt quasi beinahe ausschließlich nach Limo geschmeckt. Und das gab es halt in super vielen fancy Geschmacksrichtungen. Und das war halt einfach so, das hast du halt einfach gern getrunken. So, das war einfach cool. Und das war irgendein Zockerabend, glaube ich. Da haben wir uns bei einem Kumpel getroffen. Und das war so ein, ja, okay, wir treffen uns da und dann jeder bringt irgendwie, es war gar nicht, dass jeder was mitbringt. Um Gottes Willen, meine Eltern hätten mir niemals Alkohol gekauft damals. Das war wirklich so ein, ich glaube, irgendwie ein Kumpel von uns hatte einen Bruder, der halt dann quasi so den Alkohol besorgt hat. Was heißt denn Alkohol, ne? Das V+, ne? Den wirklich harten Alkohol. Und dann hatten wir halt einen kompletten Kühlschrank voll davon in allen Geschmacksrichtungen. Und da habe ich, glaube ich, das allererste Mal quasi Alkohol getrunken. Aber wie gesagt, also ich weiß gar nicht, wie viel Prozent V+ hat. Also wie gesagt, das ist, ich glaube, du baust wahrscheinlich mehr Alkohol ab durch das Trinken von V+, als dass du es aufnimmst, weil es eben einfach so viel Limo und anderes da drin ist. Ich weiß aber nicht mehr genau. Aber wir haben halt quasi den ganzen Abend gezockt und immer wieder ist man zum Alkoholkühlschrank gegangen. Und soll ich ja auch noch eine V+ mitbringen? Ja klar, Bruder. Man hat so voll auf Erwachsen getan. Wir sind echte Männer. Wir trinken V+ Bier. Und dadurch, dass der Abend halt wirklich, wirklich lange ging, also wir haben weit in die Nacht reingezockt und wir sozusagen das halt V+ immer so nebenbei getrunken haben wir halt richtig viel davon gesippt, ne? Wir hatten große Pausen drin, das heißt, ich glaube, unser Körper hat den Alkohol, der durch das V+ kam, quasi instant quasi wieder abgebaut. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand auch nur... The Missing Star. Ah, ich weiß, wo der ist. Der hat den Alkohol viel schneller abgebaut, als wir den durch das V+ aufgenommen haben. Dadurch war, glaube ich, niemand von uns auch nur ansatzweise angetrunken, ne? Und über den Abend hat man halt 9 oder 10 V+ getrunken, ne? Weil es einfach geil geschmeckt hat, war halt Limo. Und, so, hier müssen wir rein und hier müssen wir jetzt dann irgendwann abbiegen. Und ich glaube, da geht's dann zum Stern. Und dann hat man sich halt voll den Wettbewerb, wie viel V+ hast du schon getrunken? Oh, ich bin schon beim 9. Boah, krass, ich bin schon beim 10. Und was ist dein Lieblings-V+? Oh, Grapefruit. Und man hat sich halt richtig krass gefühlt. Wobei, man hat halt V+ gesippt, ne? Und das sind, glaube ich, meine ersten Erfahrungen. Und warum wir das damals gemacht haben, ich glaube, es war einfach ein sich cool fühlen. Yo, wir machen jetzt als Kumpels gemeinsam einen Zockerabend und wir sind jetzt schon 15 und komm, lass uns dieses Alkohol-Ding mal ausprobieren, das macht ja irgendwie jeder. So. Ich glaube, das war mein allererster Alkohol. Klar, hab man vorher mal am Bier der Eltern genippt oder so, aber das ist ja eher nur so ein darf ich mal probieren und wahrscheinlich hat man es damals auch noch eklig gefunden, also Bier ist ja vor allem was man durchs Älterwerden, sag ich mal, wirklich schmecken lernt, sagen wir mal, weil es ist ja so, ich sag mal, je älter du wirst, desto eher magst du bittere Geschmacksstoffe und Bier ist ja definitiv kein süßes Getränk und dementsprechend ist das, glaube ich, was man, wie gesagt, so ein bisschen lernt, ne? Und was man, je älter man ist, desto eher mag man es. Oh, Colorful Coral Cavern, sehr schön, mit Deep Dive Through the Coral, okay. So, also ja, V+ war das Ganze, dann mit 16, klar, hat man sich schon ab und zu mal ein bisschen selber gekauft, aber ich muss nochmal überlegen, ich weiß gar nicht, wann ich mein letztes Mal weiß ich echt nicht mehr, das muss vor 2018 gewesen sein, wann ich mein erstes Mal so dieses Betrunkensein erlebt habe. Ich glaube, das war am 16. Geburtstag eines Kumpels und der hatte von seinen Eltern aus, also da wo er gewohnt hat, seine Eltern hatten so eine Art Partykeller. Und in dem durfte er quasi feiern, da war halt so eine kleine Bar und da waren so kleine Disco-Lichter, ne? War halt einfach cool für so eine kleine, chillige Hausparty. So hat das getaugt und, warte mal, wo muss ich denn überhaupt lang? Das kann doch hier nicht schon alles sein. Warte mal, ging's da rein? Warte mal, wait a moment. Mario sinkt da irgendwie so ab. Ja! Hier geht's runter! What the hell? Sollte ich hier sein? What? Okay. Nicht schlecht. The Ex Max the Spot. Okay, wahrscheinlich gab's eine Schatzkarte oder so. Aber wie gesagt, ich glaube, das war der 16. eines Kumpels. Und das war eigentlich gar nicht irgendwie geplant, dass das eine
Party ist, die irgendwie groß eskaliert oder auf der dann groß Alkohol getrunken wird. Klar, es war so, yo, wir sind alle 16, wir können uns Bier kaufen. Vor allem kann man sich das Bier selber kaufen. Das heißt, man muss nicht die Eltern fragen. Also, das war uns schon bewusst. Aber es war jetzt nicht so, dass wir da auf die Party gegangen sind und gesagt haben, ja, Leute, jetzt sind wir 16 und jetzt können wir das erstmal uns irgendwie betrunken machen oder so. Das war gar nicht die Intention. Aber das Problem war, in diesem Partykeller seiner Eltern war halt nicht nur das Bier, was er gekauft hatte, sondern wir haben dann halt auch einen Schrank gefunden, wo dann die ganzen Spirituosen, ne, sag ich mal, die ganzen Spirituosen der Eltern drin waren. Und das war halt dann schon interessant und ich glaube, es war dann halt schon so, oh shit, wenn die Eltern das rausfinden, oder holy shit, ey Leute, chillt, macht das nicht. Aber ich glaube, wir hatten damals den Tequila gefunden. Und irgendein Kumpel dann so, ja, ich weiß, wie man Tequila trinkt, das trinkt man mit Zitrone und Salz und ne. Also Tequila ist glaube ich, also es wird so als mexikanisch verkauft, keine Ahnung, ob das mexikanischer Schnaps ist, also probiert's. Also Tequila ist echt eklig. Also selbst wenn ihr jetzt noch in dem Alter seid, wo irgendwie, keine Ahnung, wo Alkohol so eine neue Entdeckung für euch ist, also wie gesagt, ich will es euch, macht eure eigenen Erfahrungen mit Alkohol, trinkt nicht zu viel, aber lasst die Finger von Tequila, Schädelweh oft tun. Egal, aber wenn man Tequila ist, glaube ich, so, du beißt, nee, du schlabberst Salz von deiner Hand, du machst so ein Häufchen Salz auf die Hand, dann trinkst du diesen echt ekligen Schnaps und im Anschluss beißt du dann quasi eine Zitrone, um diesen Geschmack zu überdecken. Irgendwie so ist das und angeblich soll sich dann dieser Schnaps irgendwie gut mit der Zitronensäure verbinden und das ergibt dann eine amazing Geschmackserfahrung. Also ganz ehrlich, ich glaube, man sippt einfach nur die Zitrone, um einfach diesen Alkoholgeschmack komplett zu überdecken. Übrigens, den Stand kenne ich. Hier muss man quasi immer die richtigen Ding kaputt machen, dann kommt mir hin, ne? Nur dass ihr Bescheid wisst. Aber ja, also es ist don't do it. Ja, wir hatten halt diesen Tequila entdeckt und dann war es halt eins nach dem anderen. Wir waren halt wieder in unserem, wir sind 16 und wir sind krass Modus. Und so, oh ja, komm, noch ein Tequila, ich geb ne Runde aus, oh. Und dann hat man halt immer so irgendwie so diese Schnapsgläser halt immer wieder voll gemacht, dann so Zitronen drauf drapiert und Salz drauf. Und ey Leute, die Runde geht aufs Haus. Und weil da halt unten diese Bar von seinen Eltern war in diesem Dingkeller, halt einfach so eine Holzbar und wir das erstmal mit einer Bar gefeiert haben, ne. Was man halt als Jugendlicher so macht, ne? Man fühlt sich halt krass und interpretiert irgendwelche Dinge, irgendwelche Sachen, Dinge rein, die gar nicht stimmen, aber wir haben uns halt cool as shit gefühlt. Ne? Und dann haben wir halt doch den einen oder anderen Tequila mehr getrunken und Leute, wirklich, lasst die Finger von Schnaps. Schnaps ist übles Zeug. Das ist, so, es heißt nicht ohne Grund, kenn dein Limit, so tastet euch langsam an euer Alkohollimit ran, wenn ihr unbedingt, hier ist X-Max, das Spot, hier sieht man, welcher, wo man eigentlich hin muss, ne? Also, don't do it. Und wenn ihr unbedingt Alkoholerfahrung machen wollt, dann, wie gesagt, fangt langsam an. Aber wir haben es halt mit dem Tequila hardcore übertrieben. Also es war halt so dumm. Es war halt so dumm, was wir gemacht haben. Na, und, also wir haben dann safe so 5 oder 6 Schnapsgläschen Tequila getrunken. Und als jemand, der gerade frisch überhaupt anfängt, Alkohol zu trinken, schon ein paar Bier davor getrunken hat, die er sich legal kaufen durfte, und dann auch noch mit sich mit viel zu viel Tequila reinballert. Ey, nicht schön. Wirklich, wirklich nicht schön. Das war, in dem Moment war so, ey Leute, wir sind betrunken, oder? Ja, und dann auf einmal, so die typischen Phasen von Betrunkensein ist erstmal so, feststellen, dass man betrunken ist. Dann anfangen, richtig viel Müll zu machen und spätestens so, keine Ahnung, noch eine Stunde oder so. Bricht dann euer Körper irgendwann komplett zusammen, dann liegt man nur noch rum, dann ist einem schwindelig, der eine oder andere muss kotzen, ne, weil der Körper will den Alkohol nicht. Alkohol ist nur Gift für den Körper, theoretisch, wenn es zu viel ist. Oder ist immer Gift für den Körper, aber der Körper kann es irgendwann nicht mehr handeln, ne, und dann ist halt irgendwann komplett Feierabend. Und, ja, das Aufwachen am nächsten Tag war nicht schön. Ich habe nicht gekotzt. Mein erstes Mal kotzen von Alkohol war eine andere Geschichte, die hat mit Handball zu tun, die erzähle ich euch vielleicht irgendwann anders mal. Aber, also mir ging es halt wirklich mies. Aber vor den Eltern natürlich dann auf cool machen, ja, die Party war voll nice. Nein, wir haben nur ein paar Bier getrunken, wir sind ja 16, wir haben halt keinen Müll. Und im Schädel halt einfach nur so, oh mein Gott, bitte bring mich um, ich will nie wieder in meinem Leben Tequila sehen. Und es ist auch so, also ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber kennt ihr das, wenn ihr von irgendeinem Essen kotzen müsst? So, also bei mir ist es so, ich habe mal an Silvester habe ich zu viel Toast gegessen. Wir haben so Toast selber belegt. Und ich habe viel zu viel Toast gegessen und ich konnte so 2 Jahre lang kein Toast mehr essen, weil ich dann immer dran denken musste, wie es war, als ich davon gekotzt habe. Und sowas auch mit Tequila. So, also ich habe davon nicht gekotzt, aber ich hatte davon einfach so beschissene Erfahrungen, dass ich das jahrelang nicht mehr anfassen konnte. Ich glaube, mit 19 oder so habe ich dann irgendwann wieder angefangen, Tequila zu trinken, aber ganz, ganz üble Sache. Aber ja, das war, glaube ich, das erste Mal so dann betrunken sein. Also, ich sag mal, meine ersten beiden
Boat Ride. Warte mal, kann ich mit dem fahren? Ja! Also ich würde sagen, meine ersten Erfahrungen mit Alkohol waren nicht Gruppenzwang. Das würde ich nicht sagen. Also es war schon so der eigene Wille. Aber es war halt dieses, okay, alle, also die Erwachsenen machen das und irgendwie in der Gesellschaft macht man das so. Und deswegen probieren wir das mal. Und es ist halt so dieses, sich unfassbar cool fühlen. Frisch 16 Dinge kaufen, die man erst ab 16 kaufen kann. Da muss es ja irgendwas Besonderes sein. Ja, und halt einfach irgendwie sich cool fühlen und sich wie die größten Cowboys in der Bar fühlen, die einen Alkohol trinken. Es war wirklich, glaube ich, so ein einfach es tun, weil man es jetzt halt tun darf und sich dabei unfassbar cool fühlen und irgendwie macht man, wenn man viel Alkohol getrunken hat, nur Müll und das ist ja lustig. Also, ich glaube, das waren so die Gründe, warum ich mit Alkohol trinken angefangen habe oder das waren so meine ersten Erfahrungen damit. Es war wirklich einfach nur dieses jugendliche Naivität und Alkohol trinken ist ja cool. Genauso wie es so retarded ist, dass halt immer Zigarettenrauchen als cool dargestellt wird. Obwohl das halt, also ich finde Zigarettenrauchen halt noch deutlich schlimmer als Alkohol trinken, aber das muss jeder für sich selber wissen. Am Ende bleibt beides Gift für den Körper, aber ne, ich glaube so sind meine ersten Erfahrungen mit Alkohol. So, und jetzt nehmen wir den Stern noch mit und ich denke, da machen wir für heute Feierabend. Das ist eine sehr schöne Welt, die gefällt mir wirklich sehr gut. Ich freue mich schon da beim nächsten Mal weiterzumachen. Und Mad Musical Madness lasse ich, denke ich, jetzt einfach so lange stehen. Obwohl, nee, die 100 Münzen mache ich noch. Ich glaube, wir machen beim nächsten Mal dann noch die 100 Münzen in Mad Musical Madness. Aber ich glaube, danach begehe ich einfach, ich weiß noch nicht, was ich dann mache. Ich sag's lieber nicht. Aber ich glaube, danach gehe ich einen Saft trinken. Kann ich das hier kaputt machen? Das sieht irgendwie so aus. Nee, okay, da scheint nichts dahinter zu sein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bei Hübi spielt Super Mario Star Road. Meine Sinne sind schon benebelt, Freunde. Ganz, ganz großes Dankeschön noch an Sören Kamora und Impulse für euren super großzügigen Support. Vielen Dank.